So, da sind wir wieder zurück, liebe Leute. In Star Wars The Old Republic. Mit Charter und Zoe war. Soeva. Ja, Soeva. Peine. Soeva. Weiß der Geier, wie man es ausspricht. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nur eingetippt. Ich wollte Zoe, wie immer, aber war schon vergeben, natürlich. Also habe ich alle meine Charaktere ja, so ein bisschen abgeändert. Soeva, Zoeta, Zoeta, Zoeva, alles so Alala, Zeug. tralululu. Ja. Weil Zoe muss drin sein. Ja. Musste. Letztes Mal haben wir ja den Fleischschreiber-Machtanwender fertig gemacht. Genau. Und damit das nicht nochmal passiert, Den Jedi töten, ja. wollen wir hier Sender Überwachungssender, platzieren. Hier. genau. Ah, hier oben. Ich hab's. Ah, hast du auch schon, okay. Next. Mal wieder War viele Nummer Leute 1. unterwegs. Das hat bei mir auch gezählt, was du gemacht hast, anscheinend. Ah, so, okay. Hier ist der nächste. Ach so, da. Okay, da habe ich mich gesehen. Ein Stück Okay, weiter ist ja gerannt. egal. Ist doch nicht wild. Du warst auf jeden Fall schneller anscheinend. Ach so. Weil da, wo du dran warst, sehe ich jetzt den Sender, bei mir nicht. Dann fehlt nur noch einer. Ich glaube, da müssen wir über dieses Dings hier hoch. Was? Stress hier nicht rum. Vielleicht büx. Da oben drauf oder wie? Ah, okay. Ich glaube, kommt man hier hoch? So. Ja. Bin dran. Okay. Holodings sollen wir benutzen. Ich bin hier, Meister. Was ist los? Unser Handy. Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Treffe Twi'lek. mich dort, Ja, nun sobald du wieder. kannst. Ich bin schon unterwegs. Wir treffen uns bei der Matriarchin, Orgos Ende. Okay. Aber erstmal haben wir hier noch Stuff to do. Okay, bei der Matriarchin sollen wir ihn treffen. Erstmal mal die Heldenquest. Ja. Was Wo ist willst du denn da los? hin? Na, hier. Nee. Werde hier von aggressiven Robotern gestresst. Wie kommen wir denn da rein? Rein? Wo? Warte. Wir müssen irgendwo rein. Oder wie? Ja, wir müssen nach links, aber wo? Die Frage. Wir sind hier. Hier vorne Ist vielleicht? das das Fleischräuber Ah, ja, hier. Baby? Hier, wo wir den zweiten Sender platziert haben. Au. Ich Wann werde gehört es? verhauen. So. Was denn das denn? Terminal im Westen. Meine Güte, ich muss mich kurz heilen. Ich hab gerade ordentlich auf die Nase gekriegt. Okay. So. So, vielleicht noch Waffen. Ist ja mal eine Möglichkeit. Wo muss man denn hier hinrennen? Heldenbereich, Kammer des Raidens. Warte auf mir. Hä? Bin ich denn Ja, hier ich jetzt? warte für den ersten Gegner. Bin ich hier. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Zur Quest am besten. Ach nein. Ich sehe aber nicht, wo es da lang geht. Du Muss ich da drin da musst hoch? weiter nach oben. Da, wo wir den zweiten Sender platziert haben. Ja, genau da. Ah, da bist du schon vorbei, okay. Ach, hier hoch.
Hä? Kommt die denn her? Ich stand hier eben noch nicht. Strange. Müssen hinter mir neu gespawnt sein. Anscheinend. Erstmal eine Runde meditieren. War das wahrscheinlich vor uns? Vor uns hat jemand gecleant und jetzt werden die halt neu gespawnt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir haben halt noch keinen Gefährten, ne? Kacke. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Easy. Zeit. Easy peasy. Das schaffen wir schon. Jawoll. Immer rein ins Gesicht. Ah, hier, Bonus. Nein. Alle Heldenquests mitnehmen immer auf dem Planeten, soll man eigentlich mehr als genug PP kriegen. Jetzt kann ich mich eigentlich weiter heilen, während du da schon angreifst? Das ist eine gute Frage. Ich beschwere mich nicht, aber eigentlich komisch. Muss ich mich auch heilen? Ich hab nicht aufgepasst. War schon ein bisschen knapp. So, jetzt sollte das mit dem Bonus auch passen, wenn wir uns hier noch weiter durchschnetzeln zum Ziel. Boah, geh ich von aus. Judi, judi, jud. Gerüschter lederes Gürtel der Echan zu erhalten. Ja, das war auch der so, Bonus. So, dass es hier wieder geht. Ne, den Chat kann man eigentlich ausmachen. Okay. Ich muss mir unbedingt mein Inventar erweitern noch. Ja, ich auch. Du sollst dich mal heilen. Brauche ich nicht. Wisst ihr? Das war nämlich geplant so, dass ich jetzt ein Level up habe. Aha. Alles easy. Wenn sie das sagen? Das ist ein Boss. Was für ein riesiger Superdruide. Der wird noch mitgenommen. Der wird mitgenommen. Wissenshüter. Ja. So, dann werde ich das mal hier hinten machen. Dahin. Oh. Maschen ui, der ui, ui. Flammenklinge. Uiuiuiui. Ist der Crit weg, aber egal. Jetzt hab ich auch Level 10. Warte, warte. Ha, jetzt habe ich mein Lichtschwert. Ja? Ja, ich habe mir das ja vorher im Handelsdings gekauft. Ach so. Im galaktischen Handelsmarkt da. Was für Erde von uns? Ab Level 10 kann man das dann anlegen. Was? Was? Es gibt so keinen Sinn. Aha. Ach so. Falls da
das Worte sein sollen, kann ich nichts davon verstehen. Übersetzungsmatrix initiiert. Energie wiederhergestellt. Übersetzung? Systemüberprüfung. Energie. Was war das für eine Sprache, bitte? Datenspeicherung kritisch. Sprache und Intellekt niedrig. Netzwerkzugang negativ. Ich bin der Torwächter. Ich schlief seit mehr als 20.000 Jahren. Ich gehe dem Systemversagen entgegen. Okay, 20.000 Jahre ist eine Menge. Was genau meinst du damit? Ich bin die Informations- und Sprachmaschine von Kalett. Ich bin für Datensicherung, Systemaufzeichnungen und die historischen Archive zuständig. Ich scheine an mechanischem Schaden zu sterben. Ich erkenne euch nicht. Doch ich wurde nicht geschaffen, um neugierig zu sein. Es bleibt wenig Zeit, bis ich aufhöre zu funktionieren. Ich kann alle Informationen, die ihr benötigt, für eine dauerhafte Aufzeichnung protokollieren. Dies ist eure einzige Gelegenheit, meine Daten zu retten. Na gut. Okay. Kann man dich nicht wieder instand setzen? Nein. Wie blöd ich das gesagt habe. Die Fehler meiner Maschine vervielfachen sich exponentiell und mein Tod ist unumgänglich. Es ist nicht notwendig, um mich zu trauern. Unter den fehlerhaften Daten befinden sich noch die Geschichten zweier großer Meister von Kalett. Mit letzter Kraft kann ich euch die Geschichte von Lord Avamarivash, dem Kriegerpoeten, oder Lord Maravada, dem Schweigsamen, überliefern. Okay, dann her damit. Erzähl mir von diesen Meistern. Wer waren sie? Avamarivash, der Kriegerpoet, war ein Gönner der Künste und Liebhaber vieler Frauen. Okay. Maravada, der Schweigsame, war ein Philosoph und Einzelgänger. Avamarivash trug Kriege aus und erbaute Monumente in Erinnerung an den Ruhm des Volkes. Maravada herrschte in einer Zeit des Friedens und Lernens. Ihr müsst wählen, welche Geschichte ihr erhalten wollt. Na, der Schweigsame. Ja. Ja. Bewahre die Geschichte von Maravada, dem Schweigsamen. Wie ihr wünscht. Dieser Kristall enthält das Wissen, nach dem ihr strebt. Lasst Kalett und Tython nicht in Vergessenheit geraten. Mein Zweck ist erfüllt. Energieabfall abgeschlossen. Systeme werden terminiert. Lebt wohl. Tschüss, schönen Tag noch. Achso, haben wir jetzt? Okay. Na ja, cool, ich sein da. Sabrak? Okay, ist doch diese eine Rasse. Aha, hier kriegt man das Nebenhandschwert. Ah, oh, nice. In Gelb. Schick, schick, schick. Achso, wir müssen zum Jedi-Tempel. Ne, können wir Schnellreise machen. Achso, ja, können wir machen. Jedi-Tempel-Kantina. Ja. Und da sind wir auch schon. Dieser Meister Dingensbummens ist hier unten an der Treppe, so wie es aussieht. Ja. Der ist unten, ja. An der Haupthalle, glaube ich. Hä? Hä, hey, wieso geht's da nur nach oben? Ach, und da geht's dann wieder runter, okay. So stellt die Macht meinen Einsatz für die Hilflosen dieser Welt auf die Probe. Ihr habt das Richtige getan. Lasst es hier bei mir. Ich berufe den Rat ein, damit eine Entscheidung getroffen wird, was wir damit tun. Okay. Okay. Das ging schnell. Hast du irgendwo einen Händler? Kantina oben. Das kann man auch als Hauptschwert nutzen. Ach stimmt, das haben wir ja geändert.
man das für beides nutzen kann. Früher war es halt so, dass man Nebenhandschwert wirklich nur als Nebenhand nehmen kann. Okay. Was haben sie geändert? Offensichtlich. Muss ja hier irgendwo ein Sanitätsdroide oder sowas? Achso, wir müssen ja zum Meister Orgus. Hier draußen wahrscheinlich. Ja, da müssen wir wieder in das Dorf da. Aber da habe ich jetzt einen Cooldown, das heißt, ich muss Taxi nehmen. Ja, nehme ich auch das Taxi. Also im Dorf ist auf jeden Fall ein Händler. Und hier ist, glaube ich, auch einer hier vorne. Ja, da vorne ist einer. Ja, okay. Aber ich habe sehr kleines Inventar. Ja, ich auch, weil ich noch die ganzen Abo-Sachen mit habe. Nur noch nicht mal zwei Reihen. Okay. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ich grüße Sie. Dann wieder ab ins Dorf. Ja. Ja, bei einer Viertelstunde. Junge, 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 ey. Geht vergeht hier aber auch. Geht richtig schnell, ja. Wir sollten eigentlich auch mal wieder zu einem Lehrer, Ausbilder. Ja. Wird mal wieder Zeit. Meisterin Kiwix hat mir berichtet, was du in Kalett gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt. Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Moor. Wissen wir doch schon. Aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Bengel war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Er hat lange damit gewartet, sich zu offenbaren. Ich verstehe immer noch nicht, wieso er einfach verschwand. Das ergibt keinen Sinn. Die Macht war stark in Bengel. Und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. Ja. Ja. Das sind schreckliche Nachrichten. Kommt ihr zurecht? Ich hätte nicht gedacht, dass die Bürde der Führerschaft so schwer wiegt. Meine Späher haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist auf einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Natürlich. Wann habe ich euch je enttäuscht? Es gibt immer ein erstes Mal. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Versucht dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. Mach ich, Meister, mach ich. Soll jetzt noch ein Schwert bekommen? Aber die heißt Schüler nebenhand. Übungskinder. Ja, was ist so. Okay. Ja, machen wir die Quest auf jeden Fall. Ah, jetzt, ja, jetzt ist die Quest hier da. Die Nebenquest. Ja, so siehst du? Die ist in der Hütte da. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Da muss, ist noch eine, ich sehe noch eine. Ja, stimmt. Jedi, ihr seid gekommen. Ich hatte schon Sorge. Ich dachte, ihr würdet es nicht schaffen. Ihr müsst euch beeilen.
Ihr müsst meinen Sohn finden, bevor ihm etwas zustößt. Man sollte seine Gefühle immer unter Kontrolle haben. Die Fleischräuber haben ihn schon seit einer Woche. Sie kamen bei Anbruch der Dämmerung. Einer von ihnen war mit Blut und Narben übersät. Er hat meinen Sohn verschleppt. Hört zu. Unsere Späher haben Vio, meinen Sohn, auf dem Typhus Guard gesehen. Dort haben die Räuber ihr Lager. Sie sagen, er ist verletzt. Er blutet und humpelt, aber er lebt. Er wartet darauf, gerettet zu werden. Ich bin ein Jedi. Dafür sind wir da. Wenn er ihn auf dem Typhus Guard nicht findet, sucht nach einem Zeichen. Etwas, das er als Spur zurückgelassen haben könnte. Er hatte einen Ranzen bei sich. Vielleicht hat er den liegen lassen. Ranzen. Die Fleischräuber ein Rucksack. Aufzuhalten. Aber ich habe gesehen, wie gut Jedi kämpfen. Helft mir, Jedi. Helft meinem Sohn. Okay. Ja, machen wir. Wollen wir die andere Quest noch? Müssen wir dann wieder einen Cut machen? Ist dann wieder fertig? Ja. Okay. Was ist das denn für eine? Estelle Müller. Das ist ja schrecklich. Die Schwachen zu beschützen. Und ich denke, diese Pilger zählen sicher dazu. Morgan Jori Nadelka. If by our semar sufni or was he the GBA for homopina. Pegarus plot as vista bocarpina, no nuimar stro de berkur burkuni. Even rexi babitu, semar pilmor hunorch, hooks unar? Wenn die Statuen der Schlüssel sind, um die Fleischräuber zu verstehen, werde ich sie sofort untersuchen. Ojamin, Gefur. Wird wohl die Drafa ut potamina. Menufitan fine milma muriel matomiten. Ek farkaxara furfastu. Grania miemi vrami hev viku omlibi arinu. Nein, okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich ebenfalls. Wolltest du gerade bitte sagen? Nee. Sie ist angehört. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.